Hast du gewusst, dass du im Schnitt pro Tag über 4000 Liter Wasser verbrauchst? Das sind also über 26 volle Badewannen. Wie sich diese Menge zusammensetzt und wie du problemlos Wasser sparen kannst, erfährst du in diesem Video. Willkommen bei der Lifehackerin. Man muss sich das echt mal vorstellen. Ich, du, wir alle verbrauchen täglich über 4000 Liter Wasser. Wohlgemerkt pro Tag und pro Person. Wir brauchen Wasser zum Trinken, Kochen, Essen, für die Toilettenspülung und zum Tränken unserer Pflanzen. Alleine für das alles benötigen wir täglich eine ganze Badewanne voll Trinkwasser. Wenn wir aber noch unsere Konsumgüter dazu zählen, steigt der Verbrauch auf über 4000 Liter pro Tag und Kopf. Denn Wasser ist ein elementarer Bestandteil für die Produktion von unzähligen Gütern. Konsumieren wir diese, hinterlassen wir also auch einen indirekten Wasserfußabdruck. Ein sorgsamer Umgang mit Wasser ist also nicht nur in solchen Hitzeperioden wie diesen Sommer sinnvoll, sondern lohnt sich in mehrfacher Hinsicht. Du schonst damit nämlich nicht nur eine kostbare Ressource und sparst Energie, sondern entlastest auch dein Portemonnaie und vielleicht dein Gewissen. Kommen wir zuerst aber mal zum reellen Wasserverbrauch, also dem Wasser, welches du täglich selber verwendest. Am meisten Wasser verbraucht die tägliche Körperhygiene, rund 40%, also 40% von dieser einen Badewanne voll Trinkwasser. An diesem Punkt können wir gut starten mit dem Wassersparen. Benutze lieber die Dusche statt die Badewanne, denn beim Duschen verbrauchen wir grundsätzlich weniger Wasser als beim Baden, vorausgesetzt wir duschen nicht stundenlang. 5 Minuten Duschen braucht etwa ein Drittel der Wassermenge von einem Vollbad. Zusätzlich könntest du auch eine Sparbrause verwenden, denn damit sparst du gut und gerne bis zu 50% Wasser gegenüber einer herkömmlichen Brause. Duschen solltest du nicht nur kurz, sondern auch nicht zu heiß, denn es benötigt einiges an Energie, um Wasser zu erhitzen. Kaltduscher sind also wesentlich umweltfreundlicher als Warmduscher. Und wie lange musst du das Wasser laufen lassen, bis es die richtige Temperatur hat? Je länger das geht, desto eher solltest du darüber nachdenken, ob du das optimieren oder das Wasser in der Zeit zumindest auffangen und zum Beispiel zum Tränken der Pflanzen nutzen möchtest. Den Wasserhahn beim Einseifen oder Zähneputzen ganz abzudrehen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann sollte das spätestens ab heute der Fall sein, denn das ist wirklich reine Wasserverschwendung. Auch sollte ein tropfender Wasserhahn schnellstmöglich repariert oder entkalkt werden, damit kein Trinkwasser vergeudet wird. Ein paar Tropfen pro Minute ergibt über Tage oder gar Jahre dann eben doch eine ganze Menge an Wasser. Den zweitgrößten Anteil deines täglichen Wasserbedarfs spülst du übrigens wortwörtlich einfach runter. Richtig gehört, beim Spülen der Toilette wird relativ viel Wasser gebraucht. Bei älteren Toiletten sind das teilweise sogar über 10 Liter pro Spülgang. Neuere Toiletten sind da etwas sparsamer und haben außerdem in der Regel 2 Tasten für kürzeres und längeres Spülen, also für weniger oder mehr Wasser. Achte daher darauf, dass die Taste für kürzeres Spülen gedrückt wird, zumindest beim kleineren Geschäft. Damit sparst du dann jedes Mal etwas Wasser. Falls du keine unterschiedlichen Tasten hast, kannst du den Spülgang auch durch Hochziehen der Taste vorzeitig beenden. Es ist nicht nur wichtig, den Wasserverbrauch möglichst gering zu halten, sondern auch die Wasserqualität zu schützen. Denn je weniger das Wasser belastet wird, desto eher und einfacher kann es wieder aufbereitet werden. Deshalb gelten unsere nächsten Tipps der Reinigung. Verzichte grundsätzlich auf überflüssige Chemikalien und putze lieber mit umweltfreundlichen Hausmitteln. Dazu haben wir bereits früher mal ein Video gemacht, du findest das unter dem i. Beim Wäschewaschen solltest du öfters das Sparprogramm wählen. Auch wenn moderne Maschinen bereits deutlich weniger Wasser verbrauchen, braucht das Sparprogramm gleich nochmals weniger als das Standardprogramm. Auch sollte die Trommel gut gefüllt und nicht halb leer sein. Nur so lohnt sich ein Waschgang. Dasselbe gilt übrigens auch für die Spülmaschine in der Küche. Achte auch hier auf effiziente Geräte, Sparprogramme und verwende die Maschine nur, wenn sie gut gefühlt ist. Falls du keine Spülmaschine besitzt und von Hand abwaschen musst, lohnt es sich, das Geschirr sofort nach Gebrauch zu reinigen. So musst du es nicht noch einweichen oder unnötig vorspülen. Beginne beim Abwaschen mit dem gering verschmutzten Geschirr, wie zum Beispiel mit den Gläsern, und spüle erst am Ende die stark verdreckten Pfannen und so weiter. Außerdem gilt auch hier, verwende nur so viel fließendes Wasser wie nötig. Lasse besser Wasser in ein Becken einlaufen und wasche das Geschirr in diesem Wasser.
Mit dieser Methode kannst du beim Waschen von Gemüse, Obst oder Salat gleich doppelt Wasser sparen. Wasche es in einer Schüssel und nicht unter fließendem Wasser und verwende es anschließend zum Tränken deiner Pflanzen. Apropos Pflanzentränken, falls du einen Balkon oder Garten hast, kannst du auch Regenwasser auffangen und deine Blumen, dein Gemüse oder andere Pflanzen damit bewässern, anstatt wertvolles Trinkwasser dafür zu verwenden. Mit diesen Tipps sorgst du bereits für einen achtsamen Umgang mit Wasser. Wie kann man aber den anfangs gesagten Wasserabdruck verringern? Denn diese 4000 Liter virtuelles Wasser beschäftigen mich tatsächlich. 4000 Liter Wasser oder eben 26 volle Badewannen. Wie kann das zustande kommen? Ganz einfach, unsere Kleidung, unsere Ernährung, alles braucht Wasser bei der Herstellung. Ein einziges T-Shirt aus Baumwolle braucht etwa 2700 Liter Wasser in der Produktion. Eine Jeans gar 11.000 Liter. Ein Kilo Tomaten braucht etwa 180 Liter Wasser, ein Liter Kuhmilch 1000 Liter und ein Kilogramm Rindfleisch über 15.000 Liter Wasser. Das heißt, mit allem, was wir kaufen, verbrauchen wir auch von diesem virtuellen Wasser und zahlen damit auf unseren Wasserfußabdruck ein. Wie kannst du nun aber deinen Wasserfußabdruck ganz grundsätzlich senken? Überdenke dein Konsumverhalten und kaufe nur das, was nötig ist. Beim Essen solltest du auf regionale und saisonale Produkte und auf zertifizierte Bio-Labels achten. Neue Kleidung zu kaufen macht zwar Spaß, aber brauchen wir wirklich 20 T-Shirts? Achte lieber auf gute Qualität und faire Produktion oder kaufe Secondhand. Übrigens, ein kleines Loch kann man auch mal flicken. Und wenn man es wirklich nicht mehr anziehen kann, zeige ich dir in diesem Video, wie du alte Klamotten upcyclen und daraus was Neues machen kannst. Nun wünsche ich dir gutes Wassersparen und übrigens, wir sind alle nicht perfekt, aber können noch besser werden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Hack. Tschüss!